sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte liebe Frau Professor Klüger, Herr Präsident der Ärztekammer, Dr. Thomas Schekares, Frau Dr. Daniela Striegel, Herr Dr. Strutzmann, sehr geehrte Damen und Herren, es ist schön und heroisch, dass Sie an so einem aufgelegten, heurigen Abend da sind. Gleichzeitig ist es auch eine wunderbare und eine wichtige Veranstaltung. Es geht um die Überreichung des Paul-Watzlawick-Ehrenringes, gestiftet von der Wiener Ärztekammer vor 8 Jahren an Frau Professor Dr. Ruth Klüger. Ruth Klüger ist Germanistin, sie war Professorin an der University of California. Seit 1988 war sie Professorin an der Georg-August-Universität in Göttingen und seit über 20 Jahren gehört sie zu den ständigen Begleiterinnen der Wiener Vorlesungen. Sie ist also so etwas wie ein Permanent Fellow unserer Reihe. Gestern hat Ruth Klüger im Festsaal der Universität das Ehrendoktorat der Universität Wien entgegengenommen. Konstanze Fliedl, die ich auch herzlich begrüße, hat die Laudatio gehalten. Sie hat sich als Germanistikprofessorin der Universität bei Ruth Klüger bedankt, dass sie der Universität mit der Annahme dieser Würde ein wertvolles Geschenk macht. Die Universität hat ja Geburtstag, 650 Jahre, und es ist ein wunderbares Geschenk von Frau Klüger, dass du dieses Ehrendoktorat der Universität angenommen hast. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel wird Ruth Klüger heute würdigen. Ruth Klüger ist eine Wissenschaftlerin, so kennen Sie viele von Ihnen, die einmal bei ihr studiert haben. Sie ist immer wieder Professorin, ja, sie war auch Gastprofessorin einmal an der Universität Wien. Sie ist eine Wissenschaftlerin im Sinn einer freien, offenen und kritischen Universität. Da, so lehrt sie, schreibt sie, ist wirksam. Sie betreibt, wie das jetzt ist es ein Jargonwort, ausgezeichnete Forschung, exzellent. Was für mich besonders wichtig ist, sie ist immer auf der Seite der Studentinnen und Studenten. Fairness ist für sie sehr wichtig bei ihren Interventionen in der Öffentlichkeit. Als Wissenschaftlerin Fairness gegenüber dem Autor und seinem Werk. Sie ist unbestechlich und aufrichtig, so hat das Konstanze Fliedl gestern festgehalten. Für Frau Klüger hat die Arbeit als Literaturwissenschaftlerin etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Sie steht immer auf der Seite der Schwächeren, wenn die Schwächeren Fremde sind, wenn die Schwächeren Frauen sind. Sie setzt sich dafür ein, dass der Kanon, der ja nicht leicht zu gestalten ist, auch in Richtung der Frauen erweitert wurde. Von den Vorträgen, die Frau Klüger bei uns, bei den Wiener Vorlesungen gehalten haben, rufe ich einige Titel in Erinnerung. Dichter und Historiker, erzählte Wirklichkeit oder Wahrheit, von Schiller bis zur Holocaust-Literatur. Schnitzlers Damen, Weiber, Mädel, Frauen. Ein alter Mann ist stets ein König Lear, alte Menschen in der Literatur. Erlesenes Wien, wie seine Dichter es sahen und sehen. Ich komme nicht von Auschwitz her, ich stamme aus Wien. Andenken, anders denken. Ich stamme aus Wien, Kindheit und Jugend, von der Wiener Moderne bis 1938. Da haben wir gemeinsam eine Buchpräsentation gemacht. Und zuletzt, die Zeit ist ein sonderbares Ding. Freuds Ödipus im androgynen Rosenkavalier. Erlauben Sie mir einleitend ein paar Dankesworte. Ich danke der Wiener Ärztekammer für die ausgezeichnete Idee, für die wunderbare Zusammenarbeit und die Idee nach dem Namen des österreichischen Konstruktivisten Paul Watzlawick einen Ehrenring zu vergeben. Es ist der 6. Ring, der vergeben wird nach
Peter Elberger, Aleida Aßmann, Rüdiger Safranski und Walter Thiering. Ad personam ergeht mein Dank an dich, Thomas Schekeres, Präsident der Ärztekammer. Ich danke den hochqualifizierten Jurorinnen und Juroren und Herrn Dr. Strutzmann von der PR-Agentur Multiart, der mit großer Genauigkeit das Ausschreibungs- und Juryverfahren ausgerichtet hat. Vor allem aber danke ich dir, liebe Ruth Klüger, dafür, dass du diesen Watzlawick-Ehrenring angenommen hast. Das ist für Wien von unschätzbarem Wert, dass du mit deiner Lehre, mit deinen Vorträgen, mit deiner Ausstrahlung, mit deiner intellektuellen Präsenz sehr oft in Wien bist und damit prägst du die Identität und das Klima dieser Stadt mit und dafür danke ich dir sehr, sehr herzlich. Sehr geehrte Damen und Herren, noch einmal danke, dass Sie da sind und an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und ich möchte jetzt dich bitten, das Projekt des Watzlawick-Ringes vorzustellen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Professorin Klüger, Frau Klüger, Sie haben mich das Lesen neu gelehrt. Es war eines der berührendsten Erlebnisse, das ich bei der Beschäftigung mit Literatur je hatte. In Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich Ihr Buch Gemalte Fensterscheiben gelesen und Ihre Interpretationen von Gedichten. Für mich ist eine neue Welt des Lesens ausgegangen und ich verstehe jetzt, was Poesie ist. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Und dann habe ich weiter Leben gelesen. Es war beeindruckend und berührend für mich, insbesondere weil meine Eltern 56 Budapest nach den Volksaufständen Richtung Wien verlassen haben und ich ein Kind von Einwanderern bin. Frau Klüger, an Ihnen ist eine Psychoanalytikerin und, so darf ich es sagen, eine Ärztin verloren gegangen. Sie haben das, was in unserem Beruf das Wichtigste ist, die Kunst des Beobachtens, des Zuhörens und das, was man Empathie nennt. Das Hineindenken, Hineinfühlen in andere Menschen und in ihre Situationen. Wir haben den Paul Watzlawick Ehrenring unter anderem deshalb begründet, weil wir für eine Rehumanisierung von Medizin stehen, für einen kritischen Zugang zur ausschließlich technoiden Medizin und für den Versuch, den Dialog zwischen Kunst, Geisteswissenschaften, Philosophie und Medizin zu stärken. Paul Watzlawick hat das getan in einer lakonischen, teilweise ironischen Art und er hat Widersprüchlichkeiten aufgedeckt. Man kann nicht nicht kommunizieren. Er hat von selbsterfüllenden Prophezeiungen gesprochen. Auch das sollte für uns Mediziner eine wesentliche Erkenntnis sein. Sie sind wichtig. Evidenzbasierte Medizin ist wichtig und Medizin muss technisch und chemisch fortschreiten. Sonst würden verschiedene Krankheiten nicht mehr bekämpft werden können. Medizin muss aber auch menschliches Maß bewahren und Ärztinnen eine fundierte Bildung ausweisen. Das ist es, was einen Arzt auszeichnet, insbesondere den sogenannten praktischen Arzt. Die Ärztinnen wollen diesen Dialog führen. Ich bin dankbar, dass unsere Jury eine Persönlichkeit ausgewählt hat, die in sich Dialog
Nichtverdrängen von Vergangenheit, Mut zur Wahrheit, ja sozusagen Zwang zur Wahrheit verkörpert. Eine Suchende, die einen anderen Blick auf vieles wirft. Das trifft auch auf ihre beiden biografischen Romane zu. Wenn Paul Michael Lützeler schreibt, mir ist keine vergleichbare Biografie bekannt, in der mit solch kritischer Offenheit und einer dichterisch zu nennenden Subtilität auch die Nuancen extremer Gefühle vergegenwärtigt werden, so kann ich dazu nicht sagen als ja. Sie zu lesen, kann einem die Sprache verschlagen. Im besten Sinn des Wortes, weil Geist und Gefühl sich zu verselbstständigen anfangen. Danke für Ihre Anwesenheit. Gratulation nochmal für das Ehrendoktorat, das Ihnen gestern von der Universität Wien verliehen wurde. Und danke, dass Sie den Paul-Watzlawick-Ehrenring angenommen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nun gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Jury, Herrn Professor Christian Ehalt, den Ehrenring überreichen. Der Ring ist ein Symbol, das vielleicht sehr gut zu Frau Klüger passt. Es ist die Möbius-Schleife, ohne Anfang, ohne Ende, ein sich selbst meanderndes Zeichen. Zeichen der Vergeblichkeit und des Gelingens, aber auch ein Zeichen des unendlichen Bemühens und des Suchens. Danke nochmals. Sehr geehrte, liebe Frau Professor Dr. Honoris Causa Klüger, sehr geehrte Damen und Herren, Anleitung zum Unduldsamsein. Ruth Klüger, eine Ansicht in 7 Facetten. Das Bild eines Menschen in 20 Minuten, das ist eine Unmöglichkeit und eine Zumutung. Für das Publikum, aber auch für diesen Menschen. Ich behelfe mir mit einer Hilfskonstruktion und drehe an meinem laudatorischen Kaleidoskop, bis sich 7 Facetten der Ruth Klüger zeigen, die heute hier als Susanne Klüger vor Ihnen säße und den Paul-Watzlawick-Ehrenring verliehen erhielte, wenn nicht, dazu später. Erstens die Überlebende. Wir kennen Ruth Klüger als diejenige, die als Kind und Jugendliche 3 KZs überlebt hat, Theresienstadt, Auschwitz, Christianstadt. Viele von Ihnen haben wohl ihren Bericht Weiterleben gelesen oder haben jedenfalls davon gehört. Jenes Buch, mit dem sie 1992, vor 23 Jahren, ihr spätes literarisches Debüt vorlegte und Furore machte. Seither gilt sie als Kronzeugin für Judenverfolgung und Überlebenswillen und für einen tauglichen Weg, davon zu erzählen. Als solche wurde und wird sie eingeladen, bewundert und geehrt. Auch diese heutige Ehrung kommt daran nicht vorbei. Eine Überlebende auf Lebenszeit. Ruth Klüger selbst hat die Rolle des wandelnden Mahnmals nicht verweigert, aber sich sehr wohl dagegen gewehrt, auf sie reduziert zu werden. In ihren Erinnerungen, unterwegs verloren, erzählt sie von ihrem Entschluss, sich die tätowierte KZ-Nummer in einer kalifornischen Nobelklinik weglasern zu lassen.
Zuvor freilich musste sie weiterleben, eine Jugend geschrieben haben. Als Beglaubigung des Erlebten, als Andenken an die Toten und als Ausweis des Überlebthabens. Ein multifunktionales Kunstwerk der Schrift, das die dem Körper aufgezwungene Schrift der Mordbürokratie ersetzte. Jahrelang hatte Ruth Klüger die Nummer auf ihrem linken Arm, in den USA wie in Deutschland bewusst nicht versteckt. Ihre Umgebung damit provoziert, auch ihre jüdischen Bekannten, von denen einige die Existenz der Davongekommenen uneingestanden als Vorwurf empfanden. Bereits in Weiterleben zeichnet sich ab, dass seine Autorin gegen den Opfermythos aufbegehrt. Opfer seien keine besseren Menschen und das Konzentrationslager keine moralische Anstalt. Die Ich-Erzählerin verzichtet auf jede Form von Selbsterhöhung. Sie legt, ähnlich wie der Mödlinger Anwalt und Büchner-Preisträger Albert Drach, eine Sprachmaske der Kaltschnäuzigkeit an und sie nimmt die Musealisierung und Didaktisierung des Schreckens aufs Korn. Fragt nach der Sinnhaftigkeit eines mustergültig revitalisierten Todeslagers. Auschwitz, ein Ort für Geländebewahrer, heißt es bei ihr. Weder als Autorin noch als Literaturwissenschaftlerin hat Ruth Klüger sich im Rezeptionsghetto des KZ-Opfers einsperren lassen. Ich komme nicht von Auschwitz her, ich stamme aus Wien. Wien ist ein Teil meiner Hirnstruktur und spricht aus mir, während Auschwitz der abwegigste Ort war, den ich je betrat. Und die Erinnerung daran bleibt ein Fremdkörper in der Seele, etwa wie eine nicht operierbare Bleikugel im Leib. Mit der Auschwitz-Nummer A3537 löscht sie zugleich die Punze aus, die ihre gesamte Existenz, ihre berufliche Laufbahn, ihre private Geschichte sichtbar abstempelt. Es ist zuallererst ein persönliches Statement. Überlebende sein ist kein Beruf, keine Lebensaufgabe, obwohl es das in gewisser Weise natürlich schon ist. Das Erlittene soll eine Existenz nicht definieren, im Wortsinne von begrenzen. Denn dann wäre es den Nazis ja gelungen, dem zum Untermenschen gemachten Kind nicht nur die Jugend zu stehlen, sondern ein ganzes Leben. Zweitens, die Eigensinnige. Wenn es etwas gibt, in dem Selbstbild und Fremdwahrnehmung der Ruth Klüger übereinstimmen, dann ist dies wohl ihr Eigensinn. Diese Frau hatte schon als Mädchen ihren eigenen Kopf, ein gesundes Selbstbewusstsein, ein scharfes Mundwerk. Wahrhaftig und wehrhaft von klein auf hat Ruth Klüger ihren Eigensinn zur Tugend geadelt und ihn produktiv gemacht. Ihr besonderes Gespür für eigenwillige Themen, für unkonventionelle Gesichtspunkte prägt ihr wissenschaftliches Curriculum, das mit einer Dissertation über das barocke Epigramm begann. Konnte man in der US-Neugermanistik der 60er Jahre ein exotischeres Thema finden? Das Epigramm ist diejenige literarische Gattung, die Geist und Widerspruchsgeist, Schärfe und Witz in komprimiertester Form enthält, quasi die Pointe im Festgewand. Im akademischen Betrieb hat Ruth Klüger sich bald den Ruf einer Frau erarbeitet, mit der nicht gut Kirschen essen ist. Ein Etikett, das dessen Trägerin nicht unbedingt von sich weist. Ja, man kann bei ihr sogar eine Theorie des gewalttätigen Verhaltens nachlesen, eine Anleitung zur adäquaten weiblichen Genugtuung, der freilich eine entsprechende männliche Beleidigung vorangegangen sein muss. Ruth Klüger, die auch eine Abhandlung über den Freiherrn von Knigge geschrieben hat, entwickelt ihre Merksätze anhand eines Vorfalls, der sich während ihrer Zeit als Leiterin des German Departments in Princeton auf einer Cocktailparty zugetragen hat. Keine Ohrfeige, heißt es. Wenn der Kerl nämlich die Ohrfeige verdient, so ist er auch ein Mann, der unter Umständen zurückschlägt.
Am besten ein Glas Wein oder Bier ins Gesicht, kein Wasser, das wäre zu unschuldig. Und nur einmal im Leben. Wenn der Anlass es verlangt, sonst, heißt es bei ihr, sonst kommst du tatsächlich in den Ruf, ein Flintenweib zu sein. An der ihn unterwegs verloren geschilderten Szene aus dem akademischen Nahkampf hätte Paul Watzlawick seine Freude gehabt. Keinesfalls besser als Princeton kommt übrigens die Universität Wien in Ruth Klügers Erinnerungen davon, deren Ehrendoktorat, wir haben es gehört, sie gestern entgegengenommen hat. Am Germanistischen Institut hatte sie 2003 eine Gastprofessur inne und nahm das kollegiale Desinteresse, das, wie ich behaupte, der Massenbetrieb gebiert, persönlich, fühlte sich ausgegrenzt, im Zweifel nur darüber, ob als Frau oder als Jüdin. Wendelin Schmidt-Dengler, damals Institutsvorstand, empfand diese Passagen als ungerecht, schrieb aber in seiner anerkennenden Rezension, er wolle den Bericht ernst und zu Herzen nehmen. Als die Kritik nach seinem überraschenden Tod posthum erschien, stand Ruth Klüger, die sich sonst gern zu ihrer unerschütterlichen Undankbarkeit bekennt, nicht an, Schmidt-Denglers Noblesse zu würdigen und den Misston zu bedauern. Drittens, die jüdische Wienerin. Mit noch nicht 7 Jahren, apropos Eigensinn, beschloss die Tochter des Frauen- und Kinderarztes Dr. Viktor Klüger, nicht mehr Susi heißen zu wollen, sondern Ruth. Das war nach dem Anschluss, als mit der kindlichen Begeisterung für Dollfuß Österreich nichts mehr anzufangen war. Ruth war eindeutig und für alle erkennbar jüdisch und es war ein Statement der Opposition gegen den neuen Zeitgeist, aber auch gegen das emanzipierte Laissez-faire-Judentum der eigenen Familie. Unerschrockenheit ist auch eine intellektuelle Tugend. Als Erwachsene ist Ruth Klüger stets mit großer Selbstverständlichkeit als Jüdin aufgetreten, ebenso selbstverständlich ohne religiöse Grundierung, aber zugleich hat sie sich dagegen verwahrt, etwa als Literaturwissenschaftlerin speziell zur Behandlung jüdischer Angelegenheiten verpflichtet zu sein. Gewiss befasste sie sich mit Lessing und Heine, mit Salomon Hermann Mosenthal und Arthur Schnitzler, mit Theodor Kramer und Rose Ausländer, aber eben genauso gut mit Goethe und Schiller, mit Kleist und Stifter, mit Thomas Mann und Ingeborg Bachmann. Ruth Klüger hat die Juden einmal als die Walfische des öffentlichen Diskurses beschrieben, einst gejagt bis zur fast totalen Ausrottung, würden die übrig gebliebenen Exemplare, wie sie sagt, heute sorgsam gepflegt. Es gibt, so heißt es weiter, eine Tendenz in Deutschland, Juden zu sammeln, sie in eine Schublade wie zum Aufheben zu stecken. Es gibt, Gottlob, keine Schublade, in die man eine Ruth Klüger stecken könnte. Sie eignet sich zum Opfer ebenso wenig wie zum Objekt. Sich selbst hat Klüger mit ihrer eigenen Genauigkeit eine zwiespältige und halbherzige Österreicherin genannt und damit nicht nur ihre österreichisch-amerikanische Doppelstaatsbürgerschaft gemeint. Mir erscheint das Wienerische an ihr gewiss nicht weniger zwiespältig, aber noch charakteristischer. Nie hat sie vergessen, dass diese Stadt nach 1938 für sie Feindesland war und doch wollte oder konnte sie ihre Wurzeln nicht, wie Theodor Kramer gesagt hat, aus der Erde drehen. Ruth Klügers literarische Sozialisation im, wie es heißt bei ihr, Tonfall einer vertraut hinterfotzigen Kindersprache, ihr Wortschatz, ihre Sprachmelodie, ihr Sinn für Zwischentöne und Janusgesichter und nicht zuletzt ihr Humor sind durch und durch wienerisch, jüdisch-wienerisch eben. Den passenden Ahnherrn hat sie ohne falsche Bescheidenheit adoptiert. 10 Tage vor ihrer Geburt starb Arthur Schnitzler. Ich denke mir, der hat mir sein Wien vermacht, sagt sie. Viertens, die Germanistin. Nach einer familiären Krise habe sie sich wie ein nasser Hund gefühlt, so erinnert sich Ruth Klüger, der einen warmen Platz sucht und den habe sie ausgerechnet in der Literaturwissenschaft gefunden. Dabei hatte das Refugium mit einer kalten Dusche begonnen.
Mit ihrem Plan, in Berkeley deutsche Philologie zu studieren, war die Neoamerikanerin zunächst abgeblitzt. Erst ein Umweg über die Anglistik führte sie zur Germanistik. Warum sie sich der so gründlich kontaminierten deutschen Sprache überhaupt wieder näherte, lag auch daran, dass sie sich als von der Schule gejagtes, wissbegieriges Kind die deutsche und österreichische Literatur nachhaltig einverleibt hatte. Die Klassik und die Romantik, vor allem die Poesie. Mit der Dichtung des Barock hielt sie sich die allzu nahe Vergangenheit zunächst vom Leib. Später indes ließ sie kaum ein heißes Eisen unergriffen. So untersuchte sie antisemitische Sündenfälle in den Werken bedeutender, auch jüdischer Meister, als dies noch nicht einem allgemeinen Erkenntnisinteresse entsprach. In ihren germanistischen Arbeiten führt Ruth Klüger mustergültig vor, wie man eine Disziplin sozusagen vereidigter Pedanten, das ist ein Ausdruck von Ruth Klüger, wie man eine Disziplin aus dem Fachwerk Elfenbeinturm ins Parterre öffentlicher Aufmerksamkeit holt, ohne an Niveau einzubüßen. Wenn die ganze Literatur nichts anderes ist als ein großer Tratsch mit Originalton Klüger, fast nichts anderem als Liebesaffären und gewaltsamen Todesfällen, Unzucht und Verrat, Opfermut und Feigheit, dann muss sich auch ihre Wissenschaft, denke ich, die Hände schmutzig machen am Dreck des prallen Lebens. Prätention ist Ruth Klüger fremd. Sie liest sehr genau und gern gegen den Strich. Ihre Schlüsse sind brillant. Zum Beispiel in einer jüngeren Deutung des Rosenkavalier-Librettos von Hofmannsthal als tiefenpsychologische Studie oder in einem grandiosen Aufsatz über Stifters biedermeierliche Verschanzungen hinter Innendekor und Möblage. Wenn Ruth Klüger über Goethes fehlende Väter nachdenkt, dann scheint der nie verwundene Verlust ihres ermordeten Vaters hindurch. Die langjährige Herausgeberin der Zeitschrift German Quarterly und Vizepräsidentin der Internationalen Germanistenvereinigung meisterte ihren Gegenstand stets mit Neugier, Witz, Streitlust und Einfallsreichtum. Ihr Fachwissen, ihre Belesenheit, ihr analytischer Zugriff sind dabei auf ganz selbstverständliche Weise imposant. Philologie, das ist wörtlich die Liebe zum Wort. Klüger vertritt einen Begriff von Literaturwissenschaft, der noch ungeniert auf die Kunst, die Dichtung und die humanistische Bildung abzielt und sich weder mit kulturwissenschaftlicher Grobkörnigkeit noch mit Textsorten und Kommunikationskompetenzen abspeisen lässt. Ruth Klügers sachliche Leidenschaft, ihre hochansteckende Begeisterung und ihr glasklarer Stil beweisen jedoch, dass sie, ganz im Sinne von Paul Watzlawick, die Wissenschaft selbst auch als kommunikative Fertigkeit betrachtet, als ein Gesprächsangebot an ihr lesendes Publikum. Fünftens, die Feministin. Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde. Alle dummen Männer. Dieser Aphorismus stammt von Marie von Ebner-Eschenbach, die im Jahr 1900 als allererste Frau das Ehrendoktorat der Universität Wien erhielt. Ruth Klüger, Nomen est Omen, kann, ob zwar angeblich unmusikalisch, ein Lied davon singen. Untrennbar ist die Feministin mit den übrigen Facetten dieser Persönlichkeit verbunden, und zwar früh. Als Kind in Wien besteht die kleine Ruth am Sederabend darauf, als Jüngste den rituellen Spruch zu sagen, den ihr der Cousin als eigentlich Befugter streitig machen will. Er verliert. Später habe ich gelernt, mir meine Betroffenheit als Frau beim Lesen und Zuhören einzugestehen, steht im Titelaufsatz des Bandes »Frauen lesen anders«. Ein Eingeständnis als ein paradoxes Zeichen der Souveränität. Frauen lesen von Männern Geschriebenes, von Männern Handelndes anders, weil ihnen anderes wichtig ist als den männlichen Lesern, weil sie sich mit anderen Figuren identifizieren, weil sie anders leben. Früh hat Klüger auch darauf hingewiesen, dass überhaupt nur wenige Texte geschlechtsneutral funktionieren, Fahrpläne zum Beispiel, dass aber der literarische Kanon ein männlicher ist. Weshalb man auch große Autorinnen erst hineinreklamieren muss,
Annette von Droste-Hülshoff etwa, deren Gedicht Am Turme Ruth Klüger als das erste und vielleicht das beste feministische Gedicht in deutscher Sprache deutet. Da heißt es: Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur. Schon die 10-jährige Ruth fühlt sich von Schillers Ode an die Freude ausgeschlossen. Alle Menschen werden Brüder. Und dann auch noch, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Die Conclusio: Ein Mensch konnte ich offenbar nicht sein, nur eines Menschen Weib. Ruth Klüger geht es nicht um Boykott oder Säuberung, sondern schlicht darum, die Dinge beim Namen zu nennen. Die österreichische Bundeshymne wurde bekanntlich inzwischen feministisch umgedichtet. Auf die Idee, den Schillerschen Subtext der Europahymne umzudichten, ist bis jetzt noch niemand gekommen. Aber um einen ketzerischen Gedanken zu äußern, der Text der Bundeshymne stammt ja auch von einer Frau, Paula von Preradovic. Sechstens, die Kritikerin. In einer Kolumne für die Zeitung Die Welt hat Ruth Klüger Bücher von Autorinnen rezensiert und hellsichtige Hommagen an Hertha Müller oder Margaret Atwood geschrieben, die in dem Band Was Frauen schreiben versammelt sind. Sie kann freilich auch anders. Ihren hieb- und stichfesten Verriss von Martin Walsers rachsüchtigem Reich-Ranitzky-Roman Tod eines Kritikers hat Ruth Klüger als offenen Brief an den Autor formuliert, wissend, dass er das Ende einer wunderbaren Freundschaft bedeuten musste. Aber der Antisemitismus kommt ja in deinem Buch gar nicht vor, sagst du. Eben, er sollte nämlich vorkommen. Ruth Klüger nimmt es genau, sie nimmt manches wörtlich und sie nimmt alles persönlich. Kritikerin ist sie in einem weiteren, einem umfassenden Sinne. Meine Art zu schreiben, bei der mir der Begriff Kritik, das heißt Unterscheidung, der wichtigste ist, irritiert. Gegen Sentimentalitäten und Edelkitsch, insbesondere gegen KZ-Kitsch, ist Klüger allergisch. Auch als Rezensentin zerpflückt sie ihren Stoff mit Freude am Differenzieren und mit kühner Unzimperlichkeit. Dass sie mit ihrer Parodie auf ein abstruses, wie sie sagt, auf ein abstruses Gedicht von Paul Celan Befremden hervorrief, kommentiert sie trocken. Über Gott und Goethe darf man lästern. Der Autor der Todesfuge ist unantastbar. Kritik, das führt Ruth Klüger vor, verdient diesen Namen nur, wenn sie kein Denkverbot akzeptiert. Ihr Zielgebiet liegt jenseits der Phrase. Die Überschreitung vorgegebener Grenzen gelingt Ruth Klüger nicht selten mit Hilfe von Ironie, mitunter auch Sarkasmus. Manchmal blühe ich geradezu auf, wenn ich boshaft sein kann. Dabei ist sie sich des Klischees bewusst. Frauen haben Humor, wenn sie über die Witze der Männer lachen, nicht, wenn sie selbst welche erzählen. Schon die Droste befand ja nichts kläglicher als Humor in engen Schuhen. Der Witz der Frau Professor Klüger lässt sich nicht einzwängen in das Korsett des guten Tons und der harmlosen Heiterkeit. Diesbezüglich schneidet Österreich in ihren Augen im Vergleich mit Deutschland und seinem ehrfürchtigen Bierernst besser ab. Hierzulande wird der agonale Eros, die Lust am verbalen Scharmützel, doch eher verstanden und genossen. Siebentens und letztens die Dichterin. Unsentimentale Reise hat Albert Drach seinen Bericht von Flucht und Verfolgung genannt. Eine verstörend unsentimentale Reise unternimmt auch Ruth Klüger in ihrem späten Erstling. In ihrem unbedingten Bemühen um Ehrlichkeit schafft sie eine Erinnerung voll Ambivalenz, schnoddrig und todtraurig, ergreifend und lapidar. Weiterleben ist eine intellektuelle Vivisektion am eigenen Leib. Und zugleich eine Diagnose der deutsch-österreichischen Nachkriegsbetäubung. Martin Walser hat die Erzählerin vehement und unbequem genannt und gemeint, so hart ist gleich genau und dabei so leicht ist gleich schön, schreibt außer dir niemand.
Vor Weiterleben verstand Ruth Klüger sich in erster Linie als Lyrikerin. Immer sind Dichter ja zuallererst Leser von Gedichten. Als Germanistin und Kritikerin hat Ruth Klüger einen Schwerpunkt ihrer Arbeit dort, wo viele Kollegen aus Angst vor dem Schwerfassbaren die Flucht ergreifen. Die Liebe zum Gedicht war ihr früh eingepflanzt als Liebe zum Rhythmus, zum Reim, zum Klang. In den Zeiten äußerster Not hielt sie sich fest an der Form des inwendig gesicherten Auswendigen, an der gebundenen Sprache als Behauptung innerer Freiheit. Wie dies ähnlich Hertha Müller berichtet, die die Verse Theodor Kramers als herzstärkendes Mittel gegen die Repressalien der Securitate zu sich nahm. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und geistige Nahrung dient der Widerstandskraft. Im KZ begann Ruth Klüger zu dichten und ihre Gedichte wurden mit ihr erwachsen, spröd und sperrig. Ihre Schönheit ist mit Bedacht beschädigt, beschmutzt, unreine Terzinen sind es, Fragmente einer klassischen Form. Sie behaupten ihr Feld jenen Experten in Sachen Ethik, Literatur und Wirklichkeit, Adorno vorweg, wie es heißt bei Klüger, jenen Experten in Sachen Ethik, Literatur und Wirklichkeit zum Trotz, die Auschwitz als Grenzmarke für das Dichten bestimmt haben. Das markante Lebenswerk der mindestens siebenfältigen Ruth Klüger eröffnet uns eine geistige Modelllandschaft mit tragfähigen Brücken zwischen Wissenschaft und Poesie. In dem aufregend intimen Band Zerreißproben erweitert Ruth Klüger ihre Dichtung als eine Form der Aussprache mit sich selbst für ihre Leser, indem sie sie kommentiert. Das Gedicht Heldenplatz endet mit dem Vers: Auf dem Galgenplatz blüht jetzt der Flieder. Und die Autorin sagt, das ist vielleicht das richtige Symbol für mein Leben. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer einem herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Sehr verehrter Herr Segeris, verehrte Mitglieder einer Jury, die völlig unerwartet mir diesen schönen Ring verliehen hat. Liebe Daniela Striegel, Sie sind sicher die gründlichste und gütigste Leserin, die ich je gehabt habe. Lieber Christian Ehalt, wie gesagt, ich stehe völlig verblüfft. Gestern habe ich ein Ehrendoktorat einer Universität erhalten, die ich teilweise beschimpft habe, wie Sie ja gehört haben, nicht, wie ich hier Gastprofessorin war, obwohl ich noch hinzufügen muss, dass ich so ziemlich die besten Studentinnen gehabt habe hier in Wien, die ich je gehabt habe. Und heute bekomme ich gerade von der Ärztekammer, also von den Naturwissenschaften, eine Ehrung, auf die ich absolut nicht gefasst war. Also, naja, man ist auf sowas nicht gefasst, man sollte ich auch nicht darauf gefasst sein. Aber ich muss das noch einmal sagen, also meine Verblüffung ist ganz echt und ebenso meine Dankbarkeit. Ich weiß wenig über den Konstruktivismus. Was ich weiß, beruht eben auf dem Denken über Wahrnehmung. Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und ich habe meine Dankworte Geschichten erzählen überschrieben. Neulich sprach ich mit einem Herrn, der mir erklärte, er lese zwar sehr viele Bücher, aber niemals Romane. Von den Büchern über Wirklichkeit und Wissenschaft, mit denen er sich abgebe, könne man was lernen. Aber erfundene Geschichten seien eine Zeitverschwendung für den ernsthaften Bürger. Obwohl seine Geringschätzung sich ausdrücklich auf die Gattung Romane bezog, so forderte mich seine wegwerfende Bemerkung doch eigentlich heraus, die ganze Belletristik, also die Literatur schlechthin, in Schutz zu nehmen. Das ist eine scharfe Grenze zwischen der wirklichen Wirklichkeit und den Hirngespinsten der Fantasie gebe, war ihm eine Selbstverständlichkeit, auf die man, wie er meinte, nicht weiter eingehen müsste.
Ich hätte ihm eine konstruktivistische Antwort geben sollen, nämlich, dass die Wirklichkeit, die wir zu sehen glauben, immer eine erfundene Wirklichkeit ist, dass es die vermeintlich objektive Wirklichkeit in Reinkultur gar nicht gäbe, zumindest nicht im menschlichen Gehirn, sondern nur die, welche vom Beobachter einer Situation oder eines Zustands konstruiert bzw. erfunden wird als eine subjektive Wirklichkeit. Das Wissen ist vom Erfinden abhängig, lehrt uns der Konstruktivismus. Das sei der Grund, hätte ich ihm sagen sollen, warum wir erfundene Geschichten so dringend brauchen. Leider fiel mir aber in dem Augenblick nur ein, mein Gegenüber seinerseits herauszufordern mit der Frage, ob er denn alle Fiktionen konsequent vermeide, wo zum Beispiel nie ins Kino gehe und kein Gefallen an Spielfilmen habe, ob er vielleicht am Fernsehen immer nur die Nachrichten sehenswert fände, also die sogenannten Wirklichkeiten, an die sich die meisten Leute nach sehr kurzer Zeit nicht mehr erinnern können. Ich kenne nur wenige Menschen, die mir eine ehrlich negative Antwort auf diese Frage über Filme geben würden, denn wir beziehen unseren Bedarf an erfundenen Geschichten heutzutage immer mehr von den visuellen Medien. Ich spreche absichtlich von unserem Bedarf, denn der Kern der Sache ist, dass in allen Zivilisationen, von denen wir wissen, die Menschen einander Geschichten erzählt haben. Mündlich oder schriftlich, auf Steintabletten oder auf gebundenem Papier, heutzutage auf der Leinwand und jetzt auch elektronisch, manchmal mit dem Anspruch, heilige Schriften zu sein, dann wieder als ernsthafte, aber nicht heilige Mythologie oder auch als Märchen und heitere Schwindel. Manchmal mündlich auf Marktplätzen und im Theater, zu Hause vor versammelten Kindern oder im Gotteshaus vor andächtiger Gemeinde. Manchmal gesungen, meistens gesprochen, manchmal in Versen, dann wieder in Prosa. Manchmal strafbar und verboten, aber doch nicht unterzukriegen. Romane und Spielfilme sind nur eine kleine Unterabteilung dieser nicht abbrechbaren Entwicklung der menschlichen Erzählfreudigkeit, diesem Verlangen nach konstruierten Wirklichkeiten. Der Konstruktivismus, wie ich ihn mit laienhafter Beschränkung verstehe, kommt diesem Verlangen entgegen. Aleida Aßmann hat in ihrer Dankrede für die Ehrung, die mir heute zuteil wird, das menschliche Bedürfnis, Geschichten zu finden und zu erzählen, vorausgesetzt und ihren sozialen Zweck so gedeutet. Zitat Aßmann. Im kollektiven Gedächtnis, sagte sie, werden mentale Bilder zu Ikonen und Erzählungen zu Mythen. Solche Mythen lösen die historische Erfahrung von den konkreten Bedingungen ihres Entstehens weitgehend ab und formen sie zu zeitenthobenen Geschichten um, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wie lange sie weitergegeben werden, also diese Mythen, wie lange sie weitergegeben werden, hängt davon ab, ob sie gebraucht werden. Ende Zitat. Das Schlüsselwort ist gebraucht, brauchbar. Sie merken, die Voraussetzung ist, dass sie gebraucht werden. Die Frage ist nicht ob, sondern nur welche Geschichten gebraucht werden. Und wie lange werden gerade diese Fantasien gebraucht? Manche halten sich erstaunlich lange, erläutert Aßmann, andere werden abgestreift und es kommen neue, es kommen andere, die brauchbarer sind für ein neues Zeitalter. Was hat nun die anspruchsvolle Literatur, also die höhere Literatur, die ja als Germanistik mein Fach ist, beizutragen? Ich schlage kühn vor, Franz Kafka zum Konstruktivisten der deutschen Literatur par excellence zu ernennen. Ein negativer Konstruktivist, wenn man so will, denn in seinem Werk verschwimmen Wirklichkeit und Wahrnehmung in einer von Angst aufgeladenen und zerrütteten Welt. In seinen Geschichten kann man die unheimliche Seite konstruktivistischer Lebenserfahrung kennenlernen und nachvollziehen. Ein Beispiel. Es gibt einen Kafka-Text, in dem ein ähnlicher Herausforderer wie mein Bekannter, der Romane verachtete, von Parabeln, von Gleichnissen redet und konstatiert, Zitat Kafka, alle Gleichnisse, die ja Fiktionen sind, gewissermaßen, also Zitat Kafka, alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, dass das Unfassbare unfassbar ist und das haben wir gewusst.
Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge. Ende, vorläufig Zitat. Das heißt, hier wird die Realität, das, womit wir uns jeden Tag abmühen, gegen die Fiktion ausgespielt. Und die Fiktion, die hier in der Spielart des Gleichnisses vertreten ist, wird abgewertet. Der Verächter des Gleichnisses meint, dass das Gleichnis ihm nichts zu sagen hat, er habe andere Sorgen. Darauf antwortet ein Vertreter der erfundenen Wahrheit in Kafkas Erzählung, jetzt wieder Kafka, warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei. Aha, hier wird es schwieriger. Etwas Übernatürliches, vielleicht sogar Mystisches schwingt in dieser Aufwertung des Gleichnisses mit. Schlägt der Sprecher etwa vor, man solle sich von den objektiven, mühseligen Wirklichkeiten freimachen und in der Fantasie, das heißt in der Fiktion, glücklich werden? Nicht so schnell. Denn nun sagt ein anderer, wieder Zitat Kafka, ich wette, dass auch das ein Gleichnis ist. Der erste sagte, du hast gewonnen. Der zweite sagte, aber nur im Gleichnis. Der erste sagte, nein, in Wirklichkeit, im Gleichnis hast du verloren. Haben Sie noch den Faden in der Hand? Spinnt uns der Kopf ein wenig. Diese Geschichte ist auf keinen eindeutigen Nenner zu bringen. Wo ist hier Anfang und Ende? Wirklichkeit und Gleichnis konfrontieren einander und nur einer von den beiden kann Recht haben, kann die Wette gewinnen. Oder doch nicht? Und wenn ja, welche? Wir suchen umsonst irgendeinen Zipfel, der aus dem Labyrinth herausführt oder zumindest zum Anfang zurückführt. Oder geben auf und sagen, ist doch nur ein Witz. Dieses Geplänkel über die Gleichnisse ist aber eher ein literarischer Möbiusstreifen, so eine Schleife mit verdrehten Enden. Man weiß nicht, wo oben und unten ist und noch weniger, was innen und außen ist. Die Wirklichkeit gibt es zwar, das, was uns abmüht, heißt sie, aber wo ist ihr verdammtes Gegenteil, wenn Subjektiv und Objektiv verschwimmen und ineinander übergehen? Dem Möbiusstreifen sieht man es an. Er ist eine zweidimensionale Struktur, die nur eine Kante und eine Fläche hat. Ein Rätsel in der Topologie ist der Möbiusstreifen, dessen Lösung neue Rätsel aufgibt, wie Kafkas Fabel. Aber er war ja keineswegs der Erste. Deutsche Dichter, Klassiker wie Romantiker sprechen hartnäckig von Vergänglichkeit, sind geradezu verliebt in das Vergängliche, womit sie jene scheinbar objektive und scheinbar festgemauerte historische Wirklichkeit in Frage stellen. Mit dem Wort vergänglich weisen sie ja darauf hin, dass diese Wirklichkeit sich immerfort verändert. Naja, Kafka, werden Sie sagen, großer Schriftsteller, ein Genie, aber ein verrückter, verängstigter Querkopf, was kann man da erwarten? Da mussten wir uns lieber von Kafka abwenden und uns an Goethe halten, der immer wusste, wo es lang geht und mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit stand. An Goethe, der die Aufklärung von Jugend an als eine Selbstverständlichkeit mit sich trug, wie wir unsere Armbanduhren mit sich trugen und dem keine Verwechslung von gelebtem und verklärtem Leben durchgegangen wäre. Beispiel, ich zitiere jetzt den alten Goethe, wie er den alten Faust im zweiten Teil der Tragödie über den vernünftigen Menschen sagen lässt. Zitat Goethe bitte. Er stehe fest. Ja, jetzt habe ich, er stehe fest und sehe hier sich um. Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. Was er erkennt, lässt sich ergreifen. Er wandle so den Erdentag entlang. So lässt der alte Goethe den alten Faust den Sinn des Lebens zusammenfassen. Richtig? Nein, falsch. Denn noch im selben Akt wird dieses Bekenntnis zur Tüchtigkeit und zur ergreifbaren Welt umgekehrt. In der Szene Grablegung ist Faust gestorben und der Teufel, der sich diese kostbare Seele mit schwerer Arbeit und in langen Jahren redlich verdient hat, wird von himmlischen Geistern um seinen Lohn geprellt. Mit Hilfe von Dirty Tricks, nämlich homosexueller Verführung, entreißen sie dem armen Mephisto, was rechtmäßig sein ist. Sein erworbenes Recht nennt er es. Zitat Mephisto. Mir ist ein großer, einziger Schatz entwendet.
Die hohe Seele, die sich mir verpfändet, die haben sie mir pfiffig weggepascht. Also diese Dialektformulierung, pfiffig weggepascht. Das konnte sich auch nur Goethe leisten in diesem Zusammenhang. In der nächsten und letzten Szene, Bergschluchten genannt, wird nun das, was eben noch fest war in feierlicher Umkehr, als Gleichnis bezeichnet. Da sind wir wieder bei Kafka. Die letzten Verse von Goethes größtem Werk sagen: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. So zieht Goethe, den ich immer noch, vor allem als den deutschen Aufklärer par excellence sehe, am Ende seines Lebens und am Ende von Faust II, der Wirklichkeit, wie wir sie verstehen, er zieht ihr den Boden unter den Füßen weg und wird zum Konstruktivisten. Wie bei Kafka haben wir es mit Gleichnissen und ihrer Bedeutung, mit ihrem Widerstand zu ihrem Gegenteil zu tun. In der Bergschluchtenszene ist nur das unscharf wahrgenommene, mystisch verklärte und in Mythen festgehaltene am nächsten Tag dasselbe, das es gestern war. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist es getan, wird Ereignis ist getan und ist doch unzulänglich und unbeschreiblich. Es sind Spiegelungen der Wahrnehmung. Bei Goethe ist auf einmal die Wirklichkeit selbst, alles Vergängliche, zum Gleichnis geworden. Und der Gegensatz, das Subjektive, das, was er das Unzulängliche nennt, ist was? Das, was sich ereignet hat, was getan ist, wie er es ausdrückt. Und ist erstaunlicherweise im Bereich der Mystik zu Hause. Normalerweise kann ja gerade das, was getan wird, adäquat beschrieben werden. In Umkehrung unserer üblichen beschreibbaren Wahrheit ist die Wirklichkeit des Tüchtigen, wie Faust ihn eben noch lobend genannt hat, plötzlich unbeschreibbar. Wir landen wie bei Kafka im Labyrinth. Wie bei Kafka, doch heiterer. Bei Goethe siegen immerhin die guten Geister, wenn auch mit reichlich unsauberen Mitteln, was den Sieg der Himmlischen wiederum ins Komödienhafte zu verzerren droht. Und das klingt schon ein bisschen mehr nach Wien als nach Frankfurt in meiner Auffassung oder nach Weimar. Eine Art von literarischem, fast operettenhaftem Konstruktivismus, wie sie sich nur der alte Goethe leisten konnte. Doch die Lust, mit der wir alle Geschichten erzählen, hören, erfinden, durchspielen, ist kein müßiger Zeitvertreib, sondern ist die ebenbürtige Schwester der Wissbegierde. Im menschlichen Denken verschmelzen Erzählfreude und Wissensdurst. Die erfundene Wirklichkeit, die sich ja besonders glänzend in der Literatur offenbart, spielt mit einer Möbiusschleife, die das Gewesene abrollt, neu verarbeitet und in die Zukunft deutet, während sie das Gegenwärtige wie die Katze den Wollknäuel vor sich hinrollt. Das hätte ich dem Herrn erwidern sollen, der sein Leben nicht mit dem Lesen von Romanen verschwenden wollte. Gleichnisse und Wollknäueln der Katzen hätte ich ihm anbieten und ihm nahelegen sollen, dass Geschichten erzählen und sie zu hören und zu lesen nicht nur eine Lust und eine Freude, sondern eine Notwendigkeit sei. Danke Ihnen. Wir sprechen jetzt über Wien-Geschichten, erlebte Geschichten, erzählte Geschichten, erdichtete Geschichten. Der Konstruktivismus hat jetzt mittlerweile alle Wissenschaften erreicht. Er kommt von den Naturwissenschaften. Aber mittlerweile haben die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften eine konstruktivistische Wende durchgemacht. Du hast heute den Paul-Watzlawick-Ehrenring erhalten. Was bedeutet für dich Konstruktivismus? Ja, es ist die Frage eben nach der Wahrnehmung einer Wirklichkeit, die vielleicht, wenn ich den Konstruktivismus richtig verstehe, ein bisschen zu weit geht. Denn sicher muss alle Wirklichkeit durch unsere Wahrnehmung stattfinden, also in unsere Wahrnehmung aufgenommen werden. Aber andererseits gibt es eben Wirklichkeiten, die unverrückbar sind, zum Beispiel der Tod. Mhm. Und da bin ich nicht ganz sicher, dass der Konstruktivismus sich genügend damit abgibt. Aber ich bin wirklich eine Laien in dieser Beziehung. Du kannst mich leicht überrollen und überführen, tu das mal.
Naja, aber vielleicht gibt es doch eine, wenn ich jetzt an die Kolleginnen aus den Kulturwissenschaften, Kolleginnen und Kollegen denke, eine emanzipatorische Dimension. Es ist ja leicht, die Wirklichkeit festzulegen und zu sagen, was ist, und damit schreibt man auch Qualitäten fest. Und die Kolleginnen aus den Kulturwissenschaften weisen darauf hin, dass man dann ja leicht ins Essentialisieren kommt. Dort, wo eigentlich eine Frage noch offen ist, müsste man es doch eher darüber, über die, sollte man auf die Offenheit hinweisen und nicht Fakten festlegen, wo keine Fakten sind. Also ein naiver Gesellschaftsrealismus wird ja sehr oft dazu verwendet, auch gegen Personen und Personengruppen mit einer Ist-Darstellung vorzugehen. Oder wenn die Europäer von den europäischen Werten sprechen, dann nehmen sie bisweilen etwas für sich in Anspruch, was es in anderen Kulturen auch gibt. Ja, gerade die Historiker haben sich ja darauf besonnen, dass sie nicht die Wirklichkeit erzählen, also die Geschichte erzählen, wie es wirklich war, sondern sind sich sehr bewusst und haben offen zugegeben, dass es von ihrer Wahrnehmung abhängt, von ihrer Art, die Geschichte zu lesen, was sie da uns vorlegen und uns erzählen über die Vergangenheit. Aber ich nehme mal das, deine kritische Anmerkung auf, also ich sehe das, würde es ähnlich sehen, befrag dich noch einmal dazu, wenn man sagt, es gibt die Faktizität nicht, dann ist es eigentlich auch eine Verniedlichung, wenn Frauen ja weniger verdienen als Männer, dann ist das ja keine Erzählung, sondern doch ein Faktum, gegen das man angehen müsste, und wenn Menschen ermordet werden, zu sagen, es ist die Erzählung von der Ermordung, ist es vermutlich eine Verniedlichung? Ja, eine Verniedlichung, aber es ist eben nicht nur die Ermordung der Menschen, sondern es ist auch das Sterben selber, das ein hartes Faktum ist, nicht wahr? Aber es kann natürlich auf die verschiedenste Weise wahrgenommen werden, nicht wahr? Es kann auch als eine Wiener Erzählung, dieses Zitat, das ich haben wollte. Das ist eine Stelle, die ich sehr liebe, von Abraham Sancta Clara, der Ihnen allen sicher vertraut ist, weil Sie Wiener sind, anderswo nicht unbedingt, der ja während der Pest in Wien geblieben ist, nicht fortgelaufen ist wie alle anderen. Und er hat den Tod in Wien poetisch und satirisch und irgendwie komisch dargestellt, auf eine Weise, die eigentlich einzigartig ist. Man weiß nicht, in welches Genre man das tun soll. Er hat alle Straßen und Bezirke der Stadt, hat er damit bedeutungsschwere Namen versehen. Das geht so: In der Herrengasse hat der Tod geherrscht. In der Bognergasse hat der Tod ziemlich seinen Bogen abgeschossen. In der Singerstraße hat der Tod vielen das Requiem gesungen, nicht die Singerstraße. In der Naglergasse hat der Tod seinen Pfeil gespitzt. Auf dem Hohen Markt hat der Tod viel erniedriget. Auf dem Fischmarkt hat der Tod keinen Fasttag gehabt. Auf dem Kohlmarkt hat der Tod nichts als kohlschwarze Trauerkleider verursacht. Auf der Freiung waren wenig befreit vor dem Tod. Auf dem Heidenschuss hat der Tod nach Christen geschossen. Auf dem Judenplatz hat der Tod ziemlich geschachert. Also und so weiter. Das ist unerhört, diese Verbindung von Todesklage und einer gewissen Komik. Es erfreut uns ja, diese Wortspiele sind ja angenehm aufzunehmen, nicht wahr? Aber was sagst du, dazu kann man im Grunde dann noch, kann man trennen zwischen einer Erzählung, einer erfundenen Geschichte, zwischen Dichtung und der Arbeit von Historikern, die sich ja um Wahrheit bemühen müssen. Es gibt ja da dieses Postulat, das Historiker aufgenommen haben und sagen, erzählen kann man nicht. Aber das Ende der großen Erzählung.
Ja, aber andererseits erzählen ja die Historiker. Und wenn sie ehrlich sind, so sagen sie ja immer... Erzählen soll man nicht, ja. Ja, du bist der Historiker, dann sag mir, warum du das nicht sollst. Ja, aber es ist gegenwärtig eine, ich teile sie auch, ich glaube, du glaubst auch, es, ich glaube auch daran, dass es eine Sehnsucht nach Geschichten gibt und dass man sozusagen Geschichte, um an Menschen heranzukommen, auch mit einer Erzähldimension versehen muss. Aber ich habe gedacht, es geht um die Wahrheit. Und mit der Wahrheit ist es ja dann vom Konstruktivismus her gesehen so, dass sie abhängt von der Wahrnehmung, die ja nicht umsonst wahrscheinlich Wahrnehmung heißt. Aber ich, gerade wenn es zu solchen Fakten kommt, wie den Tod, wie der Sterben, ob das nun Mord oder die Pest ist, also ein natürlicher oder ein unnatürlicher Tod, so sind wir da in einem unverkennbaren und Faktum ausgesetzt, an dem nicht zu rütteln ist. Und das verwirrt mich ein bisschen über den Konstruktivismus, von dem ich, wie ich schon gesagt habe, nur sehr wenig verstehe, aber so eben, wie ich es mitbekommen habe. Ich komm auf deine Dankesrede gestern zu sprechen nach dem Ehrendoktorat. Da sagst du, es sind vier Städte, die dich geprägt haben oder die du verinnerlicht hast. Wien, New York, Berkeley und das akademische Dorf, das ja mittlerweile in Summe schon eine Megacity geworden ist. Zu der ersten Stadt, die du genannt hast, zu Wien, hast du verständlicherweise eine sehr ambivalente Beziehung. Dein Vater ist und dein Halbbruder sind von den Nazis ermordet worden. Du warst in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, Christianstadt. Jetzt bist du seit Jahrzehnten immer wieder auch da. Es gibt Vertrauensbeziehungen und kollegiale Beziehungen und Freundschaften. Und du beschreibst, dass es so eine Beziehung, oder du bezeichnest die Beziehung zwischen Hassliebe, Ressentiment und Versöhnungsversuch. Ich würde das, was du jetzt mit Ressentiment besprochen hast, gern versuchen, dass wir das analytisch beschreiben. Wie funktioniert das? Ich mache einen Versuch, wenn du jetzt Freunde hier hast, die du sehr schätzt und du fühlst dich wohl, aber es drängt sich dann die Frage auf, steckt da nicht irgendwo dann ein Herr Karl dahinter, der plötzlich hervorschaut? Also nicht mit meinen Freunden, die ich jetzt hier in Wien habe, aber die Ressentiments sind insofern unverrückbar als und ich glaube auch irgendwie gerechtfertigt, denn Ressentiment, meine ich, ist eine erlaubte oder angemessene Reaktion auf die Ungerechtigkeiten in der Vergangenheit, die man nicht gut machen kann. Ich meine, das läuft parallel zu dem, was Jean-Marie über Ressentiment gesagt hat. Wie soll ich sonst fertig werden mit allem Bösen, was geschehen ist? Mhm. Nicht nur die Nazis, aber es auch so im persönlichen Leben mit allem Möglichen, von dem ich denke, das hätte Teufel, nein, das hätte anders sein sollen. Mhm. Und ich habe vielleicht das Falsche gemacht, aber auf jeden Fall ist mir was Falsches angetan worden. Ich habe Ressentiments dagegen. Und ich finde, damit sollte ich auch weiterhin leben können und lernen. Sie richten sich nicht gegen meine Freunde, besonders nicht Freunde der jüngeren Generation und Wiener der meiner eigenen Generation treffe ich ja kaum noch. Die gibt es ja kaum noch, mich gibt es ja auch noch kaum noch, ich wundere mich immer. Aber du schreibst dann einen neuen Roman. Ich will noch einen Roman zu Ende schreiben, bevor ich den Computer aufgebe. Woran liegt es, dass Antriebserlebnisse des Versöhnungsversuches doch ein Stückchen stärker geworden sind? Ja, dass mir viele Leute entgegengekommen sind und nett zu mir waren, du bist einer davon. Aber viele andere hier, die Freundinnen, die ich in Wien habe, aber auch Freunde, die ich in Deutschland habe, da verstockt man sich doch nicht nur außerdem als Germanistin sowieso, nicht? Ich wollte ja Anschluss haben. Das, worüber ich geschimpft habe und was mir offensichtlich verziehen worden ist hier an der Universität, ist eben gerade, dass ich nicht genug Anschluss gefunden hatte. Ich kam
habe diese Einladung angenommen, weil ich Kontakt gesucht habe. Und als ich den Kontakt nicht fand, war ich vergrämt, nicht? Und habe dann ein bisschen darüber geschrieben. Und die Wiener Universität verteidigt sich dagegen. Also jetzt sowohl die gütige Daniela Striegel wie die gütige Constanze Fliedl haben mir das schon gesagt, man hat so viel zu tun, um sich da um alle Leute da reingeschneit kommen zu kümmern. Und ich sehe das ein. Aber die Tatsache, dass man mir trotzdem das Ehrendoktorat verliehen hat, das, wie gesagt, das verblüfft mich noch immer. Aber ich danke dafür. Wie soll ich da Ressentiments haben? Da kann man ja wirklich nur sich freuen. Nicht? Aber du hast in deiner Rede gestern auch davon gesprochen, dass es da Verschüttungen gibt, die, also jetzt auch, dass du bei deiner Sympathie für die Stadt, dass es da um ein verschüttetes Wien geht, dass du ein Stückchen deutlicher machen möchtest. Also wo findest du Momente, Texte, Persönlichkeiten jetzt in der Geschichte, in der Literatur, in der Kunst, die dir ein Gefühl von Zugehörigkeit vermitteln, auf das du nicht verzichten möchtest? Naja, man kann das auch. Du hast den Schnitzler genannt. Hm? Ja, aber ich wollte jetzt gerade, weil du sagst, wo kommt mir das da in Wien hoch? Es gibt ja auch, also, wie soll man sagen, negative Zugehörigkeiten oder Zugehörigkeiten zu nicht unbedingt fröhlichen Darstellungen. Wenn ich über den Heldenplatz gehe, bin ich dem Thomas Bernhard dankbar, dass er das Stück Heldenplatz geschrieben hat, wo ja Rückkehrer, also Überlebende, nicht aufhören, das Heilgeschrei vom Heldenplatz zu hören, das natürlich wörtlich in Wirklichkeit nicht mehr zu hören ist, aber im Gedächtnis und im Bewusstsein weiterwirkt. Und das ist eine wunderschöne Darstellung des Heimgesuchtwerdens oder des Ressentiments, das aufkommen kann. Wie du begonnen hast, dann Literatur zu studieren, wie ist es dir denn da? Ja. Ich habe im Mittelalter angefangen. Ja, aber da wollte ich fragen, weil welche Rolle haben da Autoren wie Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal, Sigmund Freud, Otto Schnitzler, waren die immer da oder wolltest du mit denen eigentlich nichts zu tun haben? Nein, das war anders. Weißt du, Stefan Zweig wurde lange Zeit nicht sehr hoch geehrt von den Germanisten. Und ich war da auch drin, der war irgendwie ein zweitrangiger Schriftsteller, seine Aktien sind inzwischen sehr gestiegen und auch ich habe meine Meinung über Zweig geändert. Ich glaube, dass er ein viel besserer Schriftsteller ist, als wir damals dachten. Mit Schnitzler war es nicht ganz so, aber ich bin erst später zu den modernen Schriftstellern gekommen, obwohl Schnitzler haben wir immer gelesen. Mhm. Ist das die Frage? Zweig eben weniger. Obwohl eben die Welt von gestern, das war eigentlich schon, wie ich ganz jung war, also nach dem Krieg, ein großartiges Buch für mich. Aber das ist schon, und ich möchte ein bisschen auf diese Widersprüche dann zu sprechen kommen, diese Welt, die der Zweig, der Hugo von Hofmannsthal, der Schnitzler, Friedel, Anton Kuh, Robert Musil beschreiben, die kann einen schon faszinierend, kultivierte persönlich wie der Musil, die Clarissa, den Ulrich, die Diotima im Mann ohne Eigenschaften beschreibt. Ist das ist ja erst nach der, es ist in den 20er Jahren erst geschrieben worden, ist das nicht so ein Stückchen auch eine nachträgliche Glorifizierung einer Kultur gewesen, die verloren war? Ja, sicher, natürlich. Aber ich muss da noch hinzufügen, dass mir sowieso diese ganze Welt von einem heilen Wien, mehr oder minder heilen Wien, fremd ist, weil ich ja so jung war. Also sogar Kollegen oder Auswanderer, Emigranten, die ich in Amerika kenne, die ein paar Jahre älter sind als ich,
haben ein ganz anderes Wien erlebt. Jeder, der hier in die Schule gegangen ist, hat ein anderes Wien erlebt. Ich habe gar kein richtiges Erlebnis von Wien, das unbeschwert ist. Und darum wundert es mich selber immer wieder, dass so viel von Wien in mir steckt. Ich kann es nicht recht erklären, aber es ist da. Ja, diese heile Welt, also ich habe das sehr gern. Ich habe das sehr gern in Hoffmannsthal, der mir politisch weitaus entfernter ist als, sagen wir, Krauss, aber ich lese Hoffmannsthal lieber als Krauss. Aber du sagst jetzt Krauss, da ist ja eine große Distanz auf der einen Seite, wenn ich noch einmal an den Mann ohne Eigenschaften denke, diese schon ironisierte, kultivierte Gesellschaft und jetzt Vertreter der Obrigkeit, der Sektionschef Tutsi und diese Gesellschaft und da entdeckt man eigentlich kaum, man kann sich kaum erklären, wo die Wurzeln für den Heldenplatzjubel waren oder für die Barbarei, die dann möglich war, weil die Österreicher haben sich ja in den Konzentrationslagern und ja, sie waren nicht in dem Maß im Widerstand, wie sie vielleicht hätten sein können. Und eigentlich ist es nur der Krauss, wo man dann die Vermutung haben kann, wie der Opportunismus von Leuten wie in der Gewaltigen Herrn Karl beschrieben hat, ja, sein können. Also es geht irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ja, was mich aber noch mehr erstaunt als der Opportunismus ist die Begeisterung für eine Ideologie, die eigentlich wirklich nichts zu bieten hatte und auch nicht, das war ja kein religiöser Fanatismus wie das, was wir jetzt anderswo in anderen Ländern sehen. Was war es eigentlich? Ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Mhm. Also wenn du mir da Fragen stellst, wie konnte es kommen? Ich habe wirklich keine Ahnung, aber es ist einer von diesen Dingen, die man gerne von Experten hören möchte, wie es möglich war. Aber was ich gelesen habe, haut nicht hin. Also in der Wiener Literatur der Jahrhundertwende findet man es nicht. Ein Stückchen hat die Forschung zu über 1914 und zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs schon eine Entzauberung der Wiener Moderne für mich auch sichtbar gemacht, weil all die genannten waren alle Kriegs, sie haben sich alle von dem Krieg eine Katharsis erwartet, von dem schrecklichen ersten globalen Krieg. Naja, da hat man gedacht, nie wieder Krieg und... Und das ist ja dann die Frage, wieso konnte es doch kommen. Ich glaube, also am Ende von den letzten Tagen der Menschheit von Krauss spricht Gott und sagt, er hat es nicht gewollt. Aber das bringt uns nicht so wahnsinnig viel, scheint mir. Aber du hast die Frage gestellt, auch die Frage, wie ist das möglich gewesen? Bei Heinrich Mann gibt es ja einen Versuch zu erklären, mit dem Roman Der Untertan, wie das gewachsen ist, wie das entstanden ist, aber einen ähnlichen, für Wien tut man sich schwerer, dass... Ja, weißt du, Opportunismus oder Selbstsucht oder Feigheit, die sind leicht zu erklären, das ist normal. Das, was ich nicht verstehe, ist die Opferbereitschaft, der Jubel, die Begeisterung, das Ausschließen von allem anderen, was dagegen zu sagen wäre, das Aufgeben von den Dingen, mit denen man aufgewachsen ist. Alle diese Nazis waren ja entweder aus humanistischen Familien oder aus religiösen Familien. Alles ein Background, ein Hintergrund, der den Mord verbietet, den Morden einer Zivilbevölkerung, aber auch das Kriege machen und so drauf los. Und trotzdem, also... Naja, vielleicht ein Versuch... Wien war um 1900 waren
war jeder zweite Mensch in dieser Stadt in einem Dienstbotenrang. Also es war im Grunde eine Gesellschaft von Leuten, die das Gehorchen lernen mussten. Und beim Jean Genet gibt es in den Zofen eine Erklärung des Bösen aus der Servilität. Kann das eine Rolle spielen, diese Mentalität, gehorsamster Diener sein zu müssen? Aber man musste ja nicht. Also gerade mit Hitlerismus, das war ja eine Entwicklung in Ländern, Österreich und Deutschland, die schon sowas wie eine Demokratie hatten, aber auf jeden Fall nicht unbedingt mehr dieses Obrigkeitsverhältnis, das wurde ja schon abgebaut im späten 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Wie hat sich das Ganze umgekehrt? Also das müssen mir die Historiker noch erklären. Bis jetzt haben sie es nicht getan. Also das, was ich gelesen habe. Verstehst du? Du sprichst von dem Nachgeben unter Druck. Und ich frage mich, wie das ist mit dem Mitmachen aus Begeisterung. Aber vielleicht ist das schon eine Erklärung, dass es in einer sehr langen historischen Tradition als der Widerstand zu wenig Belohnung und Chance gehabt hat. Also es gab ja so etwas wie eine erste Wiener Moderne in den 70er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts und die ist dann von einer Reaktion niedergewalzt worden in den Jahren 1793, 1794. Dann gab es jahrzehntelange Unterdrückung, dann gab es 1848 und einige Monate lang hunderte neue Zeitschriften und eindrucksvolle revolutionäre Manifestationen und dann wieder Neoabsolutismus. Und also es ist man kann, glaube ich, schon eine Entwicklung sehen, dass diese Stadt nie einen wirklichen Erfolg gehabt hat in einer Auflehnung, obwohl es was vielleicht auch wieder unfair ist, weil Auflehnungsbewegungen hat es ja gegeben, aber dann vielleicht auch eine Beschreibung dieser Auflehnung, wie wenn sie sowieso keine Chance gehabt hätte. Also wenn der Ringel von der österreichischen Seele spricht, hat mich das immer ein bisschen gestört, weil es da eine Darstellung ist, wie wenn die Unfähigkeit, sich zu wehren zum genetischen Potenzial des Genius Lotzi gehören würde. Aber andererseits gab es ja auch eine starke Arbeiterbewegung und es gab ein Proletariat, das ungewöhnlich hochgebildet war. Und die haben sich ja auch, die starken Linken, die waren dann auch im Widerstand. Wir haben unlängst bei den Vorlesungen ein Buch von Wolfgang Neugebauer vorgestellt, das schon eindrucksvoll zeigt, also dass vor allem auch die Kommunisten, die waren ungebrochen in einer Widerstandshaltung. Wie bitte? Zu wenig, ja. Naja, das wollte ich nicht so laut sagen. Ich bin ja, das ist für Österreicher zu sagen, es war nicht so wahnsinnig viel. Da war ja immer dieser höhnische Witz, nicht alle Wiener waren am Heldenplatz und haben Heil Hitler geschrien, sondern nur die Hälfte und die andere Hälfte saß zu Hause und weinte. Bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Mentalität der. Es hießen ja dann in Wien nicht gehorsamster Diener, sondern man hat es ja in einer barocken Form gesagt, ja, wo man gar nicht von dem Wort dann wissen konnte, was ist damit gemeint. Der gschamster Diener klingt für mich irgendwie so als eine Mischung von Scham und Schamlosigkeit, aber das, was sagen eine Geste, ein gehorsamer Diener zu sein, und die Frau war die Knäefrau und da ein Gruß war, ich habe die Ehre, was aber wienerisch dann das Dere war, was beim Herrn Karl dann vorkommt. Aber das ist gegenseitig. Also ich habe die Ehre, ist ja nicht unterwürfig, das kann man ja gegenseitig sagen. Nicht deutlich.
Ich kann doch einem Fremden sagen, ich habe die Ehre, ohne zu sagen, ich bin ja, unterlegen. Das ist nicht? Stimmt, das, ja, das und die, ist gerade die Unterwürfigkeit, also die Ungleichheit in der Beziehung, die wirksamste Diener kann man nicht zum Diener sagen, das muss der Diener zum Herrn sagen. Aber hab die Ehre kann man doch sagen. Also das, hab die Ehre das kann man sagen. Das ist ja was, warum ich den Handkuss ablehne, worüber ich mit allen möglichen hochintelligenten Menschen in Konflikt gerate, einschließlich dem von mir verehrten Ulrich Weinzierl. Es ist nicht gegenseitig. Ich kann einem Mann nicht die Hand küssen. Dann sagt man natürlich Könige und Päpste. Vielleicht küsst man auch die Hand, das ist also doch eine Unterwerfung. Aber Könige und Päpste reichen die Hand hin, sodass man sie küsst, nicht wahr? Während mit dem Handkuss an eine Frau, dann nimmt einer einfach einen Körperteil von mir und führt ihn an seinen schmatzenden Mund, ohne dass ich was... Also ohne dass ich was zu sagen habe. Und das empört mich. Also wenn du mich mit die Wange küsst, dann küsse ich dir auch die Wange. Das ist nett, nicht? Das ist gegenseitig. Mir fällt was Widerständiges zum Handkuss ein. Es gibt ja diese wienerische Wendung, da sind wir ganz schön zum Handkuss gekommen, was ja ein Stückchen ein Widerstandspotenzial wiedergibt, weil es gab ja... In der Barockzeit konnte man sie beim Obersthofmeisteramt anmelden, dass man den Herrschaften die Hand küssen darf. Und in Wien entstand dann bald die Wendung, dass man aber ganz schön zum Handkuss kommen, wenn es ein Geschehen war, bei dem man nicht sehr frohgemut sein konnte. Also es gibt irgend so eine kleine hinterfotzige Widerständigkeit. Ich wollte dich auf ein Wittgenstein-Wort ansprechen und um deine Deutung bitten. Da heißt es, ich glaube, das gute Österreichische ist besonders schwer zu verstehen. Es ist im gewissen Sinn subtiler als alles andere und seine Wahrheit liegt nie auf der Seite der Wahrscheinlichkeit. Warum könnte Wittgenstein gemeint haben, dass es subtiler ist? Woran hat er da gedacht? Warum liegt in Österreich die Wahrheit nicht, beim guten Österreichischen die Wahrheit nicht auf der Seite der Wahrscheinlichkeit? Ja, das ist wohl auch eine Definition, und nicht Definition, aber eine Anspielung auf österreichische Ironie, Wiener Ironie, die anderswo schwer zu verstehen ist. Ich habe da in Göttingen einmal eine Vorlesung gemacht über österreichische Literatur, und die haben sich wirklich alle bemüht, da mitzumachen, aber es war irgendwie bergauf. Da waren Sachen, die man erklären musste, die man in Österreich nicht erklären muss. Und ich bin draufgekommen, ich habe bis dahin habe ich immer gedacht, Hoffmannsthal's Der Schwierige ist eine der großen deutschen Komödien, und dann bin ich draufgekommen, das ist nur eine der großen österreichischen Komödien. Es war wirklich zu schwierig, das ordentlich zu interpretieren. Also, dass er mit dem Österreichischen anfängt, das ist das Wichtige dran. In Österreich spielt, also im Österreichischen, im Wienerischen spielen wahrscheinlich viele, und das ist das Gute, viele Traditionen mit rein in die Sprache. Die ist deutsch, aber die ist nicht so germanisch. Nicht? Das ist das Slawische und das Ungarische. Viele jüdische. Viel Jüdisches, ganz viel Jüdisches. Und ja, Italienisch natürlich auch, also alles. Manchmal war die Hofsprache Italienisch und Französisch. Ja, eben nicht. Also Französisch auch anderswo, aber Italienisch doch nicht so. In Österreich konnte man Italienisch. Das alles hat die Sprache geformt auf eine Weise, die in Österreich verständlich ist und anderswo erklärt werden muss. Mhm. Mir hat gut gefallen, dass Daniela Striegel ihre Laudatio-Anleitung zum Unduldsamsein genannt hat. Ich finde, das beschreibt dich wunderbar.
Also du stimmst nicht, du bestehst immer auf eine ganz eigenständige, auf deine eigenständige kritische Haltung und bist, lass dich nicht vereinnahmen. Aber vielleicht gehört das zum schlechten Wienerischen, dass man sich zu leicht vereinnahmen lässt. Nein, ich lasse mich einschüchtern, das hängt davon ab, wie es gemacht wird. Aber diese andere Formel, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, die Sie da zitiert haben, das hat ein giftiger Kritiker gesagt im Zusammenhang mit Weiterleben. Und ich war total erstaunt, also das war so eine männliche Herabsetzung einer Frau, der hat auch gleich meinen ehemaligen Mann erwähnt, der überhaupt nicht in diese Rezension reinpasst. Also sind, ich habe wieder meine Ressentiments gegen Kritiken, die nicht hätten sein sollen. Kommen wir auf den Wiener Humor und den Wiener Schmäh. Es gibt derzeit bei dem Denkmal gegen Krieg und Faschismus eine Installation von Ruth Beckermann. Da sieht man historische Bildausschnitte, wo Passantinnen und Passanten die Juden auslachen, die gezwungen sind, die Straße aufzuwaschen. Das ist eine Dimension des Humors, die ganz barbarisch und grausig ist, also die des Auslachens, die primitiv bösartige Variante. Glaubst du, dass das in Wien stärker war? Ich weiß nicht, dazu bin ich zu jung, um das zu beurteilen, wie das in verschiedenen Städten war. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Humor zu nennen ist. Ich würde das abstreiten, das Auslachen, das beleidigende Auslachen ist, ich sehe die Frau Striegel nickt, die stimmt vielleicht mit mir überein. Ja, das geht über die Grenzen hinaus. Das sind nicht Leute, die einen guten Wiener Witz verstehen würden. Dann gibt es hierorts auch die sympathische Variante, ein Aufbegehren, also wo der ein Humor, der so ein Aufbegehren gegen die Herrschaft auch möglich ist, so das zum Handkuss kommen. Das ist gut, ich meine, das Aufbegehren gegen die Herrschaft, das ist was anderes als das Auslachen von Menschen, die in unwürdige Dienstleistungen gezwungen werden. Beziehungsweise also einfach auch die Fähigkeit, sich über das eigene zu lachen und nicht über jemanden Fremden. Ja, das ist interessant. Ich wurde da neulich gefragt, von einer Pressekonferenz vor ein paar Tagen, da hat eine Frau gesagt, ich habe einen jüdischen Witz erzählt, den ich von einem Buch jüdischer Witze genommen habe. Man hat mir gesagt, ich soll das nicht tun. Und was halten Sie davon? Und ich habe gesagt, das ist wirklich sehr heikel. Ich wollte den Witz nicht nacherzählt hören, weiß Gott, was der war. Aber es ist, wenn man über sich selber lacht, so ist das was ganz anderes, als wenn man über jemand anderen lacht. Und Witze haben ihren Kontext, das hängt davon ab, wer sie erzählt. Wenn ein Jude einen jüdischen Witz erzählt, ist das selbstkritisch. Und wenn jemand anderes erzählt, so könnte es antisemitisch sein. Die Sache ist, die meisten Witze gehen ja auf Kosten von jemand anderem. Nicht alle, aber nur sehr wenige gute Witze gehen nicht auf Kosten von jemand anderem. Ein guter Witz, Nestroy, der überhaupt völlig harmlos ist und trotzdem ein guter Witz ist. Die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Die Vorschrift, ja, also jetzt als Anmerkung zu einer zu Widerstandshandlungen, die aus so einer Kultur, dass der Untertänigkeit entstehen. Es gibt die vermutlich auch schön erzählte Geschichte des Wiener Kanoniers Bollet, der im Jahr 1848 einen Schießbefehl auf Demonstranten bekommen hat und dann in einer sehr elaborierten Weise seinem Vorgesetzten erklärt hat, dass die Vorschrift in dieser besonderen Situation dagegen spricht, also jetzt das Feuer zu eröffnen und so lange dann mit der Vorschrift argumentiert hat, bis die
demonstrierenden Leute dann verschwunden sind. Also es gibt so, aber vermutlich eben nicht diese offene Haltung, sich gegen Dinge auseinanderzusetzen, sondern eine ein bisschen im heimlichen und agierende Form. Und vermutlich ist das auch eine Begründung für, also nie im Widerstand erfolgreich gewesen zu sein. Waren die Österreicher nie im Widerstand erfolgreich, würdest du sagen? Also vermutlich ist es so ein, also meiner Einschätzung nach ist es ein doppeltes und dreifache Niederwalzung von Widerstand. Einmal real, wenn die Verfassungskämpfer, frühen Jakobiner der 80er Jahre dann, ihnen wird der Prozess gemacht, sie werden hingerichtet und dann der Hebenstreit und dann landen die Akten in einem Giftschrank der Habsburger und man erfährt nichts davon. Ja? Aber das war also ein doppeltes Niederschlagungsverfahren. Aber das war ja eigentlich auch in Frankreich so, nicht? Da war Revolution und dann noch Terror und dann kam die Monarchie wieder und dann war... Aber es waren doch lange Phasen eines erfolgreichen Widerstandes. Ja. Frederick Morton, der kürzlich verstorben ist, der hat eine frühe Wiener Vorlesung zu einem Thema gehalten, das provinzielle Wien als Geheimquelle des schöpferischen Wiens. Kannst du dem was abgewinnen? Was ist aus deiner Perspektive dort, wo es dieses schöpferische Wien gibt, woraus könnte sich oder woraus hat sich das gespeist? Das musst du ausführlicher sagen. Ich weiß nicht, worauf er sich bezogen hat. Naja, er hat gemeint, dass das auch von unten gekommen ist, aus der Vorstadt, aus der Kultur, der sich entfaltet, der Arbeiterbewegung. Der Widerstand. Aber es war ja so wenig, wie da eine Dame hinten gesagt hat. Nein, aber das Poetische, jetzt nicht der Widerstand, sondern das Poetische. Naja, ich habe schon gesagt, also ich habe so mit diesen Aristokraten wie mit dem Hoffmannstag, der ist so schön, nicht, dass ich irgendwas alles oder auch nur sehr viel glaube, aber ich lese ihn halt so gern und ich finde der Rosenkavalier ist einfach als Komödie so gut und das Schwierige erst recht. Also das ist eine ästhetische Seite von mir, weißt du, die sich überhaupt nicht aufs Politische einlassen will, wenn es zu Wiener Poesie kommt. Ich weiß nicht, was meinte er, Volkslieder oder was hat er gemeint, was war das Schöpferische, auf welche Autoren hat er sich bezogen? Er hat sich bezogen auf ein zum Teil nicht kodifiziertes schöpferisches Wien, das dann wieder, also eben auch auf den Schmäh und auf den Witz und auf die Wirtshaus und Jugendkultur. Ja, ja, das hat der Theodor Kramer eigentlich auch so gesehen. Auch gemacht, ja. Aber da habe ich einfach nicht genug Verbindung. Der Morton war ja mehrere Jahre älter als ich. Der hat Wien besser gekannt und auch aus dieser Gegend, nicht? Aus der Polterkrieg. Ja, ja. Des Heiligen Römischen Reiches größtes Wirtshaus, ja, das geheißen hat. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich meine, es passt in das, was wir vorher gesagt haben, dass sich das Wienerische aus so vielen verschiedenen Quellen speist und da so viele Einflüsse sind. Und wenn man in ein Wiener Telefonbuch reinschaut, so sind wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Namen nicht also germanischen Ursprungs. Also das wäre ja vermutlich auch eine Erklärung, dass es dieses Amalgam auch von jüdischem und wienerischem gewesen ist, was sehr anregend gewesen ist. Das ist für mich anregend. Ich meine, das ist irgendwie mein Hintergrund, würde ich sagen. Und diese Art von Humor verstehe ich auch. Mhm. Aber wie ist das mit der Ambivalenz zum Wienerischen, vom Gwaltinger, mit dem Wienerischen? Vom Gwaltinger gibt es ja diesen berühmten Satz, man kann es in Wien nicht mehr aushalten, aber woanders auch nicht. Und das geht offensichtlich
Was ist das, was auf der positiven Seite der Ambivalenz ist und was ist das, warum man es eigentlich da nicht aushalten kann? Gibt es von dem noch etwas oder ist das einfach nur eine hübsche Geschichte, die man weitererzählt und weitererzählt? Oder gibt es einen Kern davon, der noch da ist? Von der Ambivalenz? Ja, sicher. Ich meine, das Multikulturelle ist noch immer spürbar in Wien und schon davon aus, dass jeder in Wien Rilitsch sagen kann und anderswo nicht. Man kann tschechische Namen aussprechen und selbstverständlich und anderswo nicht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass Wien und vielleicht auch Salzburg da multikulturell sind. Und da entsteht gegenwärtig ungeheuer viel Neues. Also wenn ich jetzt an die Kunstuniversitäten denke, da ist es ein ganz, ganz lebendiges Treffen, Crossover von ganz unterschiedlichen Kulturen. Also ich glaube, dass das gegenwärtig sehr positiv neu gespeist wird. Aber andererseits gibt sich gerade die extreme Rechte in Österreich sehr, sehr germanisch und nationalistisch in diesem exklusiv deutschen Sinn. Die haben die Akteure dann schöne Namen aus der Monarchie, wo man sieht, die kamen aus Böhmen, Mähren, Polen. Ja, schon, aber das stört sie nicht. Das stört sie nicht. Du hast als vierte Stadt das akademische Dorf gestern genannt. Wie entwickelt sich denn dieses? Bist du zufrieden mit der Entwicklung des akademischen Dorfs? Die bestehen ja jetzt auf sehr höchst qualifizierten, exzellenten Leistungen, wie das im Jargon heißt. Und da gibt es schon manche Dinge, die eindrucksvoll sind, aber bist du zufrieden mit der Entwicklung dieses Dorfes? Die Entwicklung in den Naturwissenschaften ist natürlich hervorragend und verschlägt uns allen den Atem. Und ich habe auch gerade von der Entwicklung der Medizin enorm profitiert. Als ich in meinen 20er Jahren war mit einem ziemlichen Herzfehler, hat mir mein Internist gesagt, ja, also wir arbeiten jetzt, es wird gearbeitet an der Möglichkeit an Herzoperationen und in 10 Jahren oder so kann Ihnen das vielleicht helfen. Und ich habe mir gedacht, der spinnt, das kann ja kein ordentlicher Arzt sein, man schneidet doch nicht ins Herz. Und bin nicht wieder zu diesem Arzt gegangen je. Und ich habe inzwischen Herzoperationen gehabt und ich sitze hier, was ich nie erwartet hätte, mit 83 Jahren, dank der Leipziger Herzklinik. Also in der Beziehung, und das hat sich natürlich an Universitäten wissenschaftlich abgespielt, kann man wirklich nur den Mund auf, da bleibt dann nur Mund offen stehen, was sich da alles ereignet hat. In den Geisteswissenschaften ist es gemischt, also gerade die Geisteswissenschaften werden jetzt in Amerika sehr angegriffen, man soll sie noch mehr kürzen, als sie sowieso schon gekürzt sind. Wir haben immer gesagt, also was wir für Bibliotheken, was wir im Ganzen brauchen dafür, das zahlt gerade für die Katzen, die in ihren euren Laboratorien da aufschneidet, in Experimenten. Aber es ist wirklich so, dass die Mittel jetzt fehlen, um die Geisteswissenschaften zu fördern. Das macht mir Sorgen, also wenn du da im Detail fragst, wie es sich entwickelt. Aber an sich ist die Universität, und das habe ich auch gestern gemeint, der Ort des Wissens und der Aufklärung. Und des Wissens und der Aufklärung. Und als solcher wird sie auch, so hoffen wir beide, Bestand haben. Ja, also als solches wird sie bleiben, mit wie viel Mitteln auch immer und mit was immer für Höhenflüge und Abgründe, das wird sie bleiben, denn dazu ist sie ja da und war es immer. Ich habe noch eine letzte Frage. Es gibt ja diese aus den letzten Jahren 3 Städtefilme von Woody Allen, Vicky Cristina, Barcelona, To Roam With Love und Midnight in Paris. Sollten wir nicht dem Woody Allen einen Brief schreiben, dass er einen Wien-Film machen soll? Hast du eine Idee, wie man ihm das schmackhaft machen kann und eine Idee für einen Plot? Ich könnte mir denken, dass er dann den jungen Siegfried
Sigmund Freud durch die Gassen Wiens laufen lässt und von rechts und links Fehlleistungen sammelt. Dann müsst ihr vielleicht noch die Schatten beschreiben, eine wunderschöne Stadt filmen, über die schon ein Schatten liegt, der dann auf seine geniale Weise irgendwie andeuten müsste. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich immer, wenn Ruth Krüger da ist. Sie freuen sich, dass sie da ist. Wir hoffen, dass das Netz so dicht bleibt, wie es ist oder ständig sich verdichtet. Ich möchte jetzt schon noch eine Fragenrunde machen. Sie haben die Gelegenheit, ich sammle ein paar Fragen, ja, und es gibt eine Dame, die mit dem Mikro kommt und Barbara, fang in der zweiten Reihe an. Ich habe mit großem Interesse einige Bücher von Ihnen bereits gelesen und mich würde jetzt sehr interessieren, an welchem Buch arbeiten Sie zurzeit? Ich sammle ein bisschen, ja. Okay. Also welches Buch, dann letzte Reihe. Danke. Ja, geht so. Ist die Shoah jetzt die wirkliche Wirklichkeit oder nur eine Frage der Wahrnehmung? Nicht? Darum geht es ja im Konstruktivismus irgendwo. Das heißt, gibt es eine Wirklichkeit, die außerhalb unseres Bewusstseins da ist oder nicht? Das ist die Kernfrage. Und eine andere Anmerkung zum Widerstand. Ich meine, diese Republik bringt es fertig, vor kurzem 70 Jahre Zweite Republik zu feiern, auch mit einigen offiziellen Veranstaltungen, und einen hegemonialen Diskurs zu führen, der den wichtigsten Teil des österreichischen Widerstandes einfach ausblendet. Ja? Und auch das hat natürlich was mit Konstruktivismus und der konstruktivistischen Sicht zu tun. Da hätte ich doch gerne einen Kommentar von Ihnen, Frau Klüger. Ich sammle noch, ja. Ah ja. Ich hätte zwei Fragen, eine eher persönliche. Da ich selbst schreibe, hat mir Ihr Buch im Jugendweiterleben sehr gut gefallen. Eines der wenigen Romane, die ich auch gekauft und gelesen habe, bis auf die letzten circa 20 Seiten, vor denen habe ich bis heute Angst, weil ich glaube, da geht es um die Scheidung von Ihrem ersten Mann in den USA. Und da ist die Frage, finden Sie meine Angst irgendwie pervers, obwohl ich einen Großonkel und Großvater als Halbjuden in KZs hatte, in bedenklichen Funktionen, will ich hier nicht beitreten. Finden Sie diese Angst pervers, vor den letzten 20 Seiten mit der Scheidungsgeschichte Angst zu haben? Und die andere Frage ist... War das jetzt? Weiterleben. In dem Buch Weiterleben. Ja, okay. Genau. Und die andere Frage ist, ob Sie Doron Rabinowitsch in Recht geben, der vor genau 20 Jahren zum Nationalfeiertag gemeint hat, die Österreicher sollten nicht zu viel und so vorlaut Israel kritisieren, sondern sollten auf... lehrerhaft gesprochen, ihren eigenen Schmutz vor der Türe schauen, wo mir ein Gespräch mit dem Schwiegervater einfällt, der es ganz selbstverständlich erwähnt hat, dass der Besitzer des Hauses seines Schwagers als möblierter Herr nach 45 in demselben Haus oder in derselben Wohnung gelebt hätte. Danke. Da ist jetzt schon einiges zusammengekommen. Also das mit dem Buch, was war das? Ne? Das war die Frage mit der Shoah, der Wirklichkeit der Shoah. Nein, das war... Ja. An welchem Buch du, ob du da schon etwas verrätst,
an welchem Buch du jetzt schreibst, das war die erste. Ja, gerne, aber da komme ich jetzt reden und höre nicht auf. Es handelt sich um den Zufall und die Grundidee kommt wohl daher, dass mein Leben durch einen Zufall gerettet wurde und dass ich eigentlich glaube, dass so ziemlich alles vom Zufall abhängt. Und also das Plot oder die Heldinnen sind drei Frauen von verschiedenen Alters und alle spielen gern Glücksspiele und die gehen gern nach Las Vegas und würfeln dort, weil Einstein ja gesagt hat, Gott würfelt nicht und die denkt sich, naja, Gott weiß alles, der braucht nicht zu würfeln, wir schon. Und eine andere spielt Karten und meint, dass sie die Karten irgendwie kontrolliert und die habe ich schon umgebracht, die stirbt in einem Unfall, damit sie es auch merkt. Und die Älteste spielt Roulette, weil das europäische Spiel ist. Ja, also das ist es. Es handelt vom Glücksspiel und ich nenne es Spielzeit. Ja, der Untergrund, also das Unterliegende ist der Zufall. Die nächste Frage war, wo du dich geäußert hast, also kann man dort, wo ein Mord geschehen ist, eine konstruktivistische Auffassung haben, also die Wirklichkeit, kann man die Shoah mit einem konstruktivistischen Bild beschreiben? Ja, das ist mein Problem damit. Allerdings, wie gesagt, ich bin da keine Expertin und darauf gibt es sicher von konstruktivistischer Seite bessere Antworten. Aber es ist, das Thema hatten wir ja schon, die Wirklichkeit des Todes, die sich in keiner Weise relativieren lässt. Und es ist der Tod, gegen den sich die gesamte Weltliteratur mit allen ihren Gleichnissen, von denen wir sprachen, auflehnt. Scheherazade erzählt ihre Geschichten gegen den Tod, der jeden Morgen droht. Nicht? Wenn sie noch eine Geschichte erzählt, dann darf sie leben. Und die versammelten Erzähler in Decamerone tun dasselbe. Sie erfinden Geschichten, während draußen der schwarze Tod tobt. Abraham Sancta Clara wird poetisch, wenn er beschreibt, wie die Pest in Wien wütet, obwohl das ja wirklich kein poetisch lustiges Thema ist. Der Tod ist... Verzeihung? Er war ein Antisemit, der Abraham. Naja, das waren es alle, was soll man machen? Ich meine, ich wollte manchmal in PhD, er war gläubiger Katholik, die meisten gläubigen Katholiken sind Antisemiten, da sind sicher welche unter ihnen, die dem widersprechen würden, aber so kommt es mir vor. Ich wollte manchmal schon Doktorexamen die Frage stellen, wer in der deutschen Literatur und den Klassikern war nicht Antisemit. Ich habe es nie getan, aber die richtige Antwort meiner Ansicht nach wäre eben gewesen Lessing und Keller und dann noch die Ebene Eschenbach. Also sehr wenige. Also gut, Sancta Clara war Antisemit, das bedeutet aber nicht, dass er nicht auch ein großer Redner war. Wie setzt sich die Republik mit der Involvierung in den Nationalsozialismus heute auseinander, historisch? Also, das... Aber ich meine, die Literatur selber ist eine Aufbäumung gegen die Wirklichkeit des Todes, scheint mir. Mhm. Ja, der Defizite in der Auseinandersetzung des österreichischen Staates mit der Involvierung in den Nationalsozialismus, hat der Kollege gemeint, es gibt, oder jetzt dich gefragt, es gibt diesen hegemonialen Diskurs, der vom Staat aus dekretiert wird und der jetzt sehr viele Defizite hat. Ja, das höre ich, aber da kann ich eigentlich nur zuhören und was lernen. Ich kann Ihnen etwas über die Furcht vor Überfremdung in Amerika erzählen, aber da kenne ich mich ein bisschen aus, aber in Österreich nicht. Da weiß ich einfach nicht genug. Na, es gab also jetzt, wenn man die Geschichte der letzten Jahrzehnte Revue passieren lässt, dann waren die 80er Jahre
eine große Dynamisierung von Forschung, von Thematisierung, also das sogenannte die Waldheim-Affäre hat also jetzt in der studentischen Kultur und in der akademischen Kultur sehr, sehr viel in Bewegung gebracht. Und also es gibt dazu etwas zu sagen, und wir aber natürlich die Auslassungen die Versäumnisse, die es in den 50er, 60er und 70er Jahren gegeben hat, die sind einfach als Versäumnisse einer historischen Epoche da, und man kann sie nur gegenwärtig aufarbeiten und aber beschreiben. Aber da war ich nicht da, da war ich nicht in Wien, also das habe ich übersprungen. Mhm. Dann war die Frage zu deinem, die letzten 20 Seiten des Buches Weiterleben. Was ist auf diesen 20 Seiten? Da war etwas, eine Frage über meine Ehe, und zwar, wenn Sie es zusammenfassen könnten, ich habe es auch schlecht gehört, ich bin schwerhörig. Ich habe eben befürchtet, dass auf den letzten Seiten, den letzten circa 20 Seiten, das Scheitern Ihrer ersten Ehe näher erläutert wird, und aus Angst vor dieser Furcht, ich habe es ja noch nicht gelesen, habe ich dann die letzten 20 Seiten bis heute nie gelesen, obwohl ich das Buch sogar für ein Art Seminar verarbeitet habe. Also mehr über das Scheitern, ich habe sehr jung geheiratet, nicht? Ich habe einen falschen Mann geheiratet und er hat vermutlich die falsche Frau geheiratet, und das ist eine ganz merkwürdige Sache mit diesen Ehen und Scheidungen, wenn man Kinder hat, denn man bereut, den Mann geheiratet zu haben oder die Frau geheiratet zu haben, aber man bereut ja nicht die Kinder, die man hat, so da ist eine Art von tiefster Wiedergutmachung in der Tatsache, dass man diese Kinder hat. Und das ist irgendwie unauflöslich. Und eigentlich hat er eine gewisse Schönheit. Die letzte Frage ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige. Deine Haltung zu dem Postulat oder der Aufforderung, dem Hinweis von Doron Rabinovici, also dass sich ein Staat, der einiges an Aufarbeitung noch zu leisten hätte, zurückhalten sollte oder einen eigenen Maßstab haben muss, wenn es um die Kritik Israels geht. Also, dass Österreich sich zurückhalten soll. Ja, Doron Rabinovici ist selber Israeli, nicht? Er ist sowohl Israeli wie Österreicher. Und der kennt sich wirklich aus in beiden Ländern und hat eine Mutter, die im Konzentrationslager war. Und der ist wohl der Befugteste, der eine solche Kritik äußern könnte, würde ich sagen. Und sie hat sicher, es ist eine Kritik, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ja, schön. Ich danke dir hier ganz herzlich. Es gibt Bücher. Es gibt einen Büchertisch, und soll ich signieren? Und ich nehme an, dass einige von Ihnen den Wunsch haben, dass Frau Klüger Ihnen ein Buch signiert. Ich danke dir herzlich und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes, heißes Wochenende. Und die Wiener Vorlesungen gehen sehr dynamisch am nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch weiter. Am Montag geht es in einer Veranstaltung um die letzten Kriegstage 1945. Vielen Dank.